Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshausweisheiten vor dem schweren Auswärtsspiel in Sandhausen. Das wäre nicht bloß deswegen schwer, weil Sandhausen Zweitliga-Absteiger ist und deswegen sowieso von Haus aus Favorit, sondern auch deswegen, weil es vermutlich ein vom Gegner hart geführtes Spiel werden wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Danny Glam, Trainer von den Sandhäuser, das System nicht ändert und sie deswegen im 3-5-2 respektive gegen den Ball im 5-3-2 auf dem Platz stehen werden. Die destruktive, überharte Spielweise, die Sandhausen bisher an den Tag legt, wird auch weiterhin so wahrscheinlich passieren. In den drei Spielen haben sich die Sandhäuser bisher 15 gelbe eingesackt und nach Betrachtung der Spiele hätten es auch gern doppelt so viel sein können. Gegen Beulen schaut es bei Sandhausen, abgesehen von dem Lübeck-Spiel, bisher eher so aus, dass sie sich im Pressing-Verhalten passiv bewegen. Das bedeutet, sie gehen nicht aktiv auf den Ball, sondern versuchen Räume zuzustellen und dann erst im Mittelfeld auf den direkten Ballgewinn zu gehen. Defensive Linie der Sandhäuser steht dabei meistens an der vorderen Grenze des eigenen letzten Drittels und die Pressinglinie mittelhoch bis tief, je nachdem, wie das Spiel steht oder wie stark der Gegner eingeschätzt wird. Die zwei defensiven Ansätze, die Sandhäuser damit an den Tag legen, also erst einmal das Umschaltspiel mit allen legalen oder illegalen Mitteln zu zerstören und zweitens im Positionsspiel auf engem Raum im Zentrum vom Spielfeld den Ballgewinn zu forcieren, das bringt bisher eine relativ solide defensive Leistung von Sandhausen. Im eigenen Positionsspiel bewegen sich die Sandhäuser brutal flügellastig. Das heißt, den Schienenspieler auf der Außenbahn im 3-5-2 wird eine wahnsinnshohe Laufleistung abverlangt. Das heißt, gegen Ende des Spiels alarmen oft einmal die Angriffe von den Kurpfälzern und dann muss entweder ein Wechselspieler rein oder eine Systemänderung her. Was wahnsinnig gut ist bei den Sandhäusern, muss es auch sein bei der Art und Weise zu spielen, ist die hohe Flankengenauigkeit. Und es ist nicht so, dass die bloß hin und wieder mal eine Flanke schlagen, sondern das ist schon Plan des Spiels, über die Außen mit Flanken in den Strafraum zum Abschluss zu kommen. Aber genau im Abschluss, da hapert es dann wieder. Nur 20% Schussgenauigkeit, damit ist Sandhausen an vorletzter Stelle im Liga-Vergleich bei dem Material, was die an Stürmern haben, eigentlich unverständlich. Wie kann man Sandhausen knacken? In erster Linie darf man sich halt von der Zerstörungswut der Sandhausener nicht ins Boxhorn jagen lassen. Gegen den Ball wird es wichtig sein, dass die Flügel von 60 doppelt besetzt sind und da, wo das Geschehen sich abspielt, gut verdichtet wird. Kollektive Blackouts oder Pomadigkeit gegen den Ball können wir diesmal nicht wieder brauchen. Die asymmetrische Fünferkette von den Sandhäuser sollten die 60er also quasi über die Achterräume und Außenpositionen angreifen oder auch über lange diagonale progressive Bälle aus den Sechser in die Achterräume hinein. Brutal wichtig wird sein, dass man den Kampf um die zweiten Bälle offensiv wie defensiv für sich entscheiden kann. Und das heißt, im Kopf und auf den Beinen muss man schnell sein. Das kann den Unterschied ausmachen. Stärken und Schwächen vom System entnimmt bitte der Taktiktafel. Die ist ab Freitag 11.45 Uhr auf 60er.de zu finden. Kommen wir zu den Schlüsselspielern. Steht im Tor der Nikolai Rehnen, der 26, war U20-Nationalspieler, hat da allerdings nur 2 Einsätze zu verzeichnen, ist brutal reflexstark, hat eine exzellente Strafraumbeherrschung und ist auch im 1 gegen 1 recht schwer zu bezwingen. Wenn man gegen den treffen will, muss man eigentlich auf einen Abwehrfehler hoffen, nachdem der Torwart dann chancenlos am Angriff gegenübersteht.
Der ein oder andere kennt den vielleicht noch von dem Fortuna Köln-Spiel im Sommer 2019 kennen. Da hat er zwar 3 Treffer von uns zugelassen, aber mit 5 absolut genialen Paraden den Zuschauer im Grünwalder Stadion nahezu zur Verzweiflung gebracht. Und vermutlich auch die Stürmer der Löwen damals. Dann haben wir den Abwehrchef Tim Knipping. Der ist von Dresden nach Sandhausen gewechselt, ist der Chef in der Dreierkette, die führt er gut, hat ein sehr körperliches Spiel, total kompromisslos im Zweikampf, 72% Defensiv-Zweikämpfe in 119 Drittligaspielen gewonnen, das sagt viel. Obendrein ist er sehr kopfballstark, 1,90 Meter groß und auch in der Spieleröffnung ist er ein wichtiger Faktor. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir Alexander Mühling. Der kommt nach 8 Jahren Kiel zurück zum SV Sandhausen. Ist im Prinzip als Box-to-Box-Spieler das zentrale Element im Mittelfeld der Sandhäuser. Offensiv und defensiv stellt er sich komplett in den Dienst der Mannschaft. Bestimmt im Positionsspiel die Richtung der jeweiligen Attacke. Bei den Schlüsselfähigkeiten, die für seine Position wichtig sind, findet man nirgends Schwächen. Allerdings torgefährlich oder genereller Gefahrenherd in der Vorbereitung ist er jetzt nicht unbedingt. Dann kommen wir zum Sturm. Tja, der Sturm von Sandhausen, der strotzt nur so von Zweitliga-Erfahrung. Da ist David Otto, wurde vom FC St. Pauli geholt. Frank Iwina ist im Januar schon aus Hannover gekommen. Ruven Hennings, Fortuna Düsseldorf und Sebastian Stolze ebenfalls von Hannover gekommen. Die sind meiner Meinung nach alle komplett für die dritte Liga überqualifiziert. Von daher muss man da als Gegner wirklich aufpassen, was man denen im Strafraum gestattet oder nicht. Fazit, ja, mei, zum Verlieren haben wir nichts und genauso müssen wir das Spiel angehen. Aus einer kompakten Defensive heraus, den Gegner mit den eigenen Mitteln schlagen, wäre die Idee. Also Zweikampfhärte mit und gegen den Ball wird wahrscheinlich am Ende entscheidend sein, wer das Spiel dominiert. Wenn man mit der ruppigen Gangart, die Sandhausen an den Tag legt, sich die Butter vom Brot nehmen lässt, dann geht's halt in die Hosen. Ich hoffe, dass man am Samstag wieder mal über die komplette Spielzeit konzentriert, kämpferisch und selbstbewusste Löwen sehen, die keinen Zentimeter Boden freiwillig hergeben. Wenn die Mannschaft das schafft, dann können wir da was mitnehmen. Wenn wir das nicht schaffen, stampfen sie uns ein. Dann wünsche ich euch ein schönes Auswärtsspiel. Ich werde diesmal droben sein. Ich wünsche jedem, der fährt, eine gute Fahrt, schönes Spiel, die daheim bleiben, viel Spaß vor dem Fernseher. Pfiat euch, bis nächste Woche, wenn es gegen Aue geht. Dann hören wir uns wieder.